Hey YouTube, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal mit Mafage, dem Part 2 über Serien, ja. Ganz kurz und knapp noch zu den Gameplays im Hintergrund, es sind nämlich zwei heute. Einmal ein Double Fail von mir mit der FAL und noch ein MW2 Noob, wird ganz locker zum Anschauen sein, ja. Und dann würde ich sagen, starten wir nochmal zu Two and a Half Men, ja. Die alten Folgen mit Charlie Sheen, ich habe keine Ahnung, wie oft haben wir die schon durchgekaut, ja. Tausendfach, weiß ich nicht. Ich kenne fast jede Folge in- und auswendig. Ja, richtig cool anzuschauen, Leute. Richtig lustig, ja. Storymäßig, richtig. Also, es ist eigentlich Serie für Serie. Sie bauen schon aufeinander auf, aber man muss so, sie nicht. Nicht so richtig. Das ja, ist du musst so halt nicht die vorherige Folge gesehen haben, um die nächste eigentlich zu kapieren. Es gibt nur so große Kapitel. Genau. So, Charlie hat eine Freundin und Charlie ist Single. Ja, das und Charlie kriegt wieder eine und schmeißt sie wieder weg so und holt sich wieder eine nächste und hat einen Bruder, der bei ihm im Haus lebt umsonst, weil er sich nichts leisten kann, geschieden ist, einen Sohn hat, der Jake ist, wo er noch klein war, ziemlich fett, verfressen, nichts im Hirn hat er immer noch nichts. Ja. Aber hast du das mitbekommen? Das kam letztens in den Nachrichten, habe ich das gesehen, der hat ja jetzt aufgehört, der Schauspieler, ja? Also, ja, der hat aufgehört und hat jetzt irgendwie, ich hab's nicht genau mitbekommen, ich will mich da so nicht genau festreden, aber der hat irgendwie die Erleuchtung gefunden und so, macht jetzt irgendwie so einen religiösen Schwachsinn, ja. Mhm. Also, dreht voll am Rad. Genommen. Ja, keine Ahnung, er dreht auf jeden Fall ein bisschen am Rad, meiner Meinung nach. Er dreht am Rad. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, jetzt kommen wir mal zu, die neuen Folgen tun darauf, man, ja. Oh mein Gott. Die neuen Folgen. Oh mein Gott, hör mir bitte auf. Es ist... Also, um es kurz zu fassen, diese Folgen sind einfach... Natürlich ist es noch lustig, weil es ist ja von den Autoren von Two and a Half Men geschrieben. Ja, klar. Also sind natürlich immer noch die gleichen Witze am Start. Aber es ist einfach so viel anders und Charlie fehlt einfach in der Serie. Ich meine, es ist nicht mehr der alte, geile Sack, der einfach... jede Folge eine andere Bitch so ungefähr knallt, wenn er nicht gerade eine Freundin hat, ja. Sondern es ist jetzt ein junger, gut aussehender, extrem reicher, der sowieso jede Frau kriegt, die er haben will eigentlich, ja. Ja, ich meine, das ist halt schon... ist eine komische Serie geworden und dann auch noch mit dieser Tochter von Charlie. Ja, also das, so die neuesten Folgen habe ich mir noch gar nicht so hardcore gegeben. Habe ich mir auch noch nicht. Nee. Nur so die ersten zwei Folgen ja, und die haben mich eigentlich so bitter enttäuscht. Ja, so ein bisschen schon. Dass ich einen Fick drauf gebe. Ich fand es auch richtig komisch, dass sie auf einmal so, weißt, schon so eine Tochter einfach von Charlie auf einmal einbauen. Ja, richtig komisch. Aber wie gesagt, schon vom Mafia, man kann sie sich schon noch anschauen, sind auch noch relativ lustig, aber wer die alten Folgen gesehen hat, keine Ahnung, ich kann die neuen nicht mehr so ganz abfeiern. Nee, ich auch nicht. Ja gut, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Lass zur nächsten Folge, Serie kommen, ja? Genau. Oh, was könnte es sein? Zu einer der besten Comedy-Serien, die es eigentlich gibt. Also meiner Meinung nach. Oh, meiner Meinung nach vollkommen auch. Ja. Und die Rede ist natürlich von Trommeldirbel. Ich kann es gerade nicht so gut machen, gell? Nein! Wir bräuchten halt echt eine Trommel, ne? Nein, Leute, die Rede ist von Malcolm mittendrin. Ja. Genau. Also, Leute, wenn ihr die Folge... Also diese Serie nicht feiern könnt, ja. Oder noch nicht gesehen habt, oder wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch bloß um Himmels Willen an. Sofort. Also bitte. Das ist ein bisschen eine ältere Serie, also wenn ihr so eine Grafikhure seid, wie ich eine bin, dann werdet ihr wahrscheinlich so von den ersten drei Staffeln so ein bisschen geflasht sein, weil es halt so noch oldschooler ist. Das ist richtig. Aber oldschool. Die neuen Folgen gibt es natürlich, also was heißt neu, die Serie ist ja leider schon vorbei, es gibt glaube ich 7 Staffeln oder 8. Ja. Ja. Und die neueren 3, also so 6, 7, 8, die sind auch HD und gut anzuschauen. Aber ich meine, mir geht es jetzt zum Beispiel nicht um die Grafik wirklich, ja, sondern ich finde, die Serie muss auf einer coolen Geschichte aufgebaut sein, sollte zumindest, oder so wie Two and a Half Men, ja, nur so halbgeschichtlich, ja. Ja. Auf jeden Fall muss sie extrem lustig sein, ja, einfach Leute. Überlustig, dass man da sitzt und sich einfach kaputt lacht. Also ich meine, vor der Serie, ja, da könnte ich zum Heulen anfangen vor Lachen. Ja, ja, also was Malcolm, Reese, Dewey, was die alles bringen, ja. Ja, was es für heftige Kinder sind. Mann. Ja, ich meine, aber wie sie sich halt auch gegenseitig als Brüder fertig machen. Ja. Das ist der richtig Wahnsinn. Richtig heftig.
Das ist ultra übertrieben. Also sie spielen sich die ganze Zeit Streich und so eine Scheiße. Ja. Das einfach alles für eine Mutter ist. Oh ja, Mann, Gott. übertrieben. Oder auch ihr Vater, Mann, ihr Vater, ja, der Vater, so lustig, was er auch alles bringt, vor was er alles Schiss hat, vor was für strange Gedanken er kommt, ja. Ja. Ich meine, da sind wir beim Sandwich-Essen noch nicht mal drauf gekommen. Ja, zu hart einfach. Ja, also richtig, richtig also, übertrieben. Wenn ihr die Serie nicht kennt, es geht halt drum, es ist halt eine Familie, also eine etwas ärmere Familie mit drei Kindern, also die Frau Lois, der Mann Hal und die drei Kinder, nein, es sind sogar vier. Ich weiß gar nicht, ob welcher Staffel, wie heißt denn gleich wieder? Jamie dazu kommt, genau. Sie kriegen halt noch ein Kind. Es gibt halt den Ältesten, wie heißt der nochmal, der Älteste? Francis. Ja, genau, Francis. Der Älteste ist Francis, dann kommt Reese. Es sind fünf Kinder. Reese, Malcolm und Dewey. Und dann halt noch Jamie. Das ist halt zum Schluss noch so ein Baby. Der kleinste Bruder halt. Genau. Und ja. Und das ist die Serie, was die Serie ausgemacht hat, ist, dass das wurde halt so die Leinwand durchbrochen, indem der Hauptdarsteller halt in die Kamera spricht und somit auch mit dem Publikum. Und halt immer so wieder erklärt, was gerade so abgeht. Und ja, richtig krass, ja. Immer so einzelne Handlungsstränge erklärt und sowas. Das ist eigentlich schon. Das ist auch so die erste Serie, beziehungsweise so die einzige Serie, die das so wirklich immer durchgehend macht. Ja. Was ja auch ein bisschen einzigartig macht, die Serie. Okay, auf jeden Fall, so. Ich habe bis jetzt auch keine Serie gesehen, die in diesem Style das wiedergegeben hat, ja. No, ich auch nicht. Nee. Auf jeden Fall eine richtig, richtig übertrieben lässige Serie, was man sich auf jeden Fall anschauen muss oder kann, wenn einem übertrieben langweilig ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir noch zu der letzten Kategorie. Also was heißt Kategorie? Das ist halt eher so eine... So Untergruppen noch, ja. Ja, genau. So, so No-Name-Serien, sagen genau wir es mal so. Genau, die No-Name-Serien. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch mit den... Such dir was aus. Hopp. Ja, ich überlege, was, zu was ich jetzt erst einmal noch was sagen könnte. Fangen wir auf jeden Fall, bleiben wir bei den Serien mit den echten Menschen. Und ja, und da kommen wir zu einer Serie, die den Titel trägt... Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Wieso weißt du es nicht? Weil mir gerade keinen Titel einfällt von einer geilen anderen Undercover-Serie. Du findest sie nicht so geil, ich finde sie auch ganz cool. Hab zwar noch nicht so viele Folgen davon gesehen, aber mir taugt die Geschichte, ja. Es ist wieder scheiße, wie letztens ein Real-Life-Kollege von uns gesagt hat, Breaking Bad, ja. Ich finde die Serie an sich von der Geschichte richtig lässig. Ja, aber das ist ja keine No-Name-Serie. Nein, es ist keine No-Name-Serie, ja, das stimmt schon natürlich. Ja, stimmt, das kann man schon, aber ich rede jetzt einfach drüber, ja. Ja, ich erkläre kurz was dazu und du denkst dir dabei so lange eine No-Name-Serie aus, ja. Ja, Leute, Breaking Bad, wer es noch nicht kennt von euch, ja, es geht darum, ein Lehrer, der Lungenkrebs hat, versucht für seine Familie, falls er stirbt oder so, dass sie halt nicht ohne Geld dastehen, Geld zu sammeln, ist ein Chemielehrer und fängt zum Crystal Kochen an, ja. Lernt halt irgendwie einen Dealer kennen und so. Ist halt leider so, ja. Serie ist richtig krass aufgebaut, ja, geht auch noch richtig zur Sache mit der Zeit. Sind halt immer irgendwo in der Wüste draußen in dem Wohnmobil, er kocht da sein Crystal vor sich hin, ja, und der andere schaut zu verticken. Eine multikriminelle Serie. Ja, auf jeden Fall multikriminell, auf jeden Fall richtig heftig teilweise, ja. Ist auch nicht so für die Jüngsten wahrscheinlich gedacht. Ja, aber wenn ihr COD zapft, dann könnt ihr auch euch Breaking Bad reinziehen. Sollte man meinen. Ich meine, letztes Mal, jetzt zocke ich mal wieder, ja, solo. Man hört, Johnny ist in so einer Lobby, ja, dann hörst du schon so eine richtige Piepstimme, ja? Na? Also ich rede jetzt nicht so von 14, 15-Jährigen, sondern ich rede so von 6, 7, 8-Jährigen, ja? Oh mein Gott. Alter, und da habe ich dann so gesagt, ey, Alter, ja, wie alt bist du? Hey, wir weichen vom Thema ab. Ja, ist egal, ganz kurz. Okay. Hat er gesagt, 6? Und ich gesagt, Alter. Was? Schalt die Playstation aus und geh Pokémon spielen, Alter. In deinem Alter hast du noch kein COD zu spielen. Was für Pokémon, Mann? Pokémon ist viel zu kompliziert für Kinder. Das will ich jetzt nicht. Ja, ja. Okay, das ist dein Part. Ja gut, um wieder aufs Thema zu kommen, ja. Hast du dir schon eine ausgedacht? Ja, ich habe auch noch eine kleine Serie. Dann hast du das Wort. Die auch eher... So, was heißt, das ist nicht so eine No-Name-Serie, sondern das ist eher so...
Die ist auch so ein bisschen bekannt, aber halt auch noch nicht so bekannt. Und zwar die Rede ist von Agent of S.H.I.E.L.D. Wer nicht weiß, was Agent of S.H.I.E.L.D. ist, zu kurz zur Erklärung, Marvel und Marvel Universe, halt Comichelden mit echt in echter... Comichelden in echten, mit echten Menschen. Und ja, es geht halt darum, dass die S.H.I.E.L.D.-Organisation... Avengers müsste euch ja eigentlich allen ein Begriff sein. Sollte zumindest. Oder Hulk oder Thor. Also um einzelne Namen zu nennen. Ja klar, gäbe halt nicht Kent oder Thor oder Captain America. Bildungslücke. Bildungslücke. Auf jeden Fall geht's halt darum, es ist jetzt so, nicht die aktiven Superhelden in der bei den S.H.I.E.L.D. Agents wie Captain America, Thor und Hulk, sondern es geht halt so um die Hintermänner. Es ist halt eine Hackerin, dann eine, wie heißt das? Eine, die nennt sich die Ai-Man-Armee, so eine Chinesin, die hat auch bei Two and a Half Men mitgespielt, für alle. Warte, wer war sie nochmal? Ich glaube, sie war die Richterin, die Charlie Richterin? Mal gedatet hat, ja. Ah, die wollte ja doch heiraten, sogar die Richterin, ja, oder? Genau, die Richterin mit dem kleinen Kind. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie sie heißt. Ich weiß es auch gerade nicht. Und auf jeden Fall, es spielt halt so eine kranke Agentin mit, dann noch so ein kranker Agent und noch so zwei jüngere Wissenschaftler, die halt irgendwie, keine Ahnung, so 6, 7 Doktortitel haben. Und dann noch so der Anführer. Das ist eigentlich so, es ist eine Action-Serie, also sehr actionlastig. Und aber auch immer mal wieder mit so Witzen, dass man halt neben dem Boah, es explodiert, halt auch noch mal ein bisschen lachen kann. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Und die Serie ist natürlich auch verlinkt. Agents of S.H.I.E.L.D. Genau, und dann war das doch mal wieder eine gute Überleitung, um jetzt wirklich zum Ende zu kommen. Echt jetzt? Ja. Kommen wir zum Ende? Ja, wir müssen leider zum Ende kommen für heute. Müssen wir schon. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, auf jeden Fall. Und abonniert den Kanal von X-Reload, Owned. Heißt du Jugend Owned TV? Genau, meine ich ja. Jugend Owned TV. Bester Kanal. Natürlich. Abonnieren. Vor allem, wenn die PS4 da ist, ja, Leute. Ja, dann geht's da richtig zur Sache. Sobald die PS4 am Start ist, da kommt noch ein bisschen und was auf euch zu. Ja, lasst eine Bewertung da, haut rein. Genau. Ich bin raus. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, wenn der Mafaga auf den Camper scheißt. Peace.